Moin Moin und herzlich willkommen bei 19.10 Uhr from St. Pauli with Love, dem Podcast der Liebe aus St. Pauli. Und wir versuchen heute mal etwas ganz anderes als das, was wir sonst machen. Willi und ich haben uns am Montagabend zum Jubiläumsmontagsspiel gegen Bochum im O-Feuer getroffen und haben was gegessen. Und während der ersten Halbzeit haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch mal überlegen, ob wir auch in diesem, sagen wir mal, lauten Umfeld irgendwie sowas wie live on tape unsere Gedanken zum Spiel aufnehmen können. Haben in der Halbzeit angefangen und dann irgendwann die letzten 12 Minuten auch nochmal, ja, sagen wir mal, leicht angetüdert, kommentiert. Und das Ganze soll ein Versuch sein, ein Experiment. Ich bringe euch mal in die Stimmung. Wir sind also Montagabend. Wir haben alle irgendwie einen Arbeitstag hinter uns, treffen uns im O-Feuer. Dort freut man sich, uns zu sehen. Wir haben einen tollen Platz, ganz, ganz nah, hinten in der Ecke, ganz nah am Fernseher und essen was Leckeres und trinken Bier. Ab und an kommt der Chef und reicht nochmal ein Uso rein. Insgesamt tatsächlich so viele, wie Tore gefallen sind. Und richtet euch darauf ein, dass ihr sozusagen eine Kneipe hört und dass ihr uns hört in der Kneipe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch nicht gefällt, schaltet einfach ab. Nächstes Mal machen wir das wieder in einem etwas ruhigeren Umfeld. Aber ich dachte, es kann nicht schaden, mal was auszuprobieren. Euer Feedback bitte, bitte gerne in den Kommentare oder einfach per Mail oder einfach mal 5 Sterne geben oder 4 oder 2 oder 3, je nachdem, wie ihr wollt. Alles klar, das ganze Stadion. Olympisches Feuer am Montagabend. Wir haben die Halbzeitpause. Wir haben die Halbzeitpause im Spiel Bochum gegen den FC St. Pauli. Und da ist auch ordentlich Feuer drin. Es ist ein wirklich sehr gutes Zweitligaspiel. Also und es gab von der Wirtschaftsleitung im O-Feuer für jedes Tor ein Uso. Das ist so Uso. Das ist hier so Uso. Wir sind nicht gesponsert, wir bezahlen unser Essen und unser Trinken, ne? Ja, natürlich. Also muss man immer vorher sagen, weil die Influencers heutzutage, die kriegen ja alles umsonst. Na, das ist ja verkehrte Welt, das soll nicht so sein. Nein, nein, wir sind oldschool. Wir bestellen. Wir sind St. Pauli. Wir sind St. Pauli. Wir bestellen selber, sind Vollzahler, ne? Genau, sind Vollzahler. Wir haben noch eine Halbzeit vor uns. Wir haben uns ja auch tatsächlich ja gestern erst gesehen. Und das geht ja so schnell. Sonntags im Theater, montags. Noch ein Montagsspiel. Nicht mehr lange, aber... Ja, wir haben gestern... Gestern haben wir Aerobic performen sehen, das war auch schön. Herrn Meyer is known as Aerobic mit seiner herrlichen Kombo und seinen Gästen. Und es ging um Film-Soundtracks. Genau, Tatortreiniger war Sache. Und es war ein extrem unterhaltsamer Abend mit sehr vielen schönen Gästen, illustren Gästen. Und ja, es war auf jeden Fall ein schönes Spektakel. Und wenn du der ersten Halbzeit einen Film-Soundtrack zuordnen müsstest, was wäre das? Also es war jetzt auf jeden Fall keine Dokumentation, sondern wenn es eine war, dann war es eher eine sehr, sehr abwegig. Also es war eine, die sehr schaffensreich war an der ersten Halbzeit. XLF. Sowas. Also spannend und sehr mit... Harold Faltermeier. Ja. Meine Lieblingsszene ist wirklich das reingedroschene Nachschusstor von Henk Fährmann nach dem Elfmeter. Also der musste so rein, dass das Netz hinten aus dem Stadion fliegt. Der hat sich
also für die Zuschauer, die es jetzt noch nicht gesehen haben, obwohl es die gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber wir repetieren das nochmal. Elfmeter an Miyagi. Oh, danke schön. Es gibt Nachschub. Es gibt Naschis. Elfmeter an Miyagi. Vollkommen zu Recht. Wir hatten aber ganz ehrlich auch ganz kurz gedacht, das könnte auch eine Schwalbe gewesen sein. Naja, okay, wir haben natürlich so die Möglichkeit, ja, es sah sehr geflogen aus, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, das nochmal zu sehen und sehen dann natürlich auch, dass auch die gelbe Karte dann wirklich Minimum war sozusagen beim Torwart, der dann zum Held hätte werden können, wenn Henk Fährmann nicht gesagt hätte, okay, der Ball muss da hinten. Das ich muss Netz irgendwie in den Strafraum, egal wie, ich gehe mal außen rum, hat er gesagt. Hat sich also mit seinen langen Gräten außen rumgeschlichen. In den Strafraum auch war als erster. Das ist erlaubt, aber egal. Ja, ich glaube, das pfeifen die aber auch gar nicht mehr. Ne? Also vor allem nicht, wenn du von der Seite da so kommst. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe mal auf kurze Distanz 120 km/h auf den Ball. Streckt man da die Hand auch nicht hin. Hat er auch nicht. Ja, da musst du nachher, wenn das Spiel wieder angepfiffen wird, zur zweiten Halbzeit, muss der Linienrichter hingehen und gucken, ob das Netz an der Stelle noch heile ist. Das tut er wahrscheinlich, ne? Aber ein tolles Spiel. Also ja. Bochum ist ja auch nicht ohne, muss man sagen. Da passt jeder Pass. Also man weiß auch, warum die zu Recht oben stehen. Also die sind auf jeden Fall technisch sehr, sehr gut und ballsicher. Also das Pressing ist sogar besser als unseres, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also wir kommen ja kaum raus und dafür haben aber sozusagen unsere invalide Mannschaft, die 5 Ausfälle kompensieren muss, das mit den Kontern gut hingekriegt. Ja, also wenn ich überlege, dass es das mal gab, dass es 2 Torchancen gab, die auch beide genutzt wurden, mehr oder weniger, oder also zumindest eine sehr optimale Ausbeute, ist schon großartig. Also das ist perfekt. Ja, gucken wir mal, was kommt, ne? Du hast vor dem Spiel 3-1 getippt. Für St. Pauli. Ich bin ja eigentlich immer ein Pessimist, aber nachdem ich die Aufstellung gesehen habe mit Schnecke Kaller auf der Außenbahn links als Defensiver und Duziak tatsächlich als Spielmacher, der, wie ich finde, eine großartige Form hat. Aktuell habe ich gesagt, okay, mit 2 Stürmern, mit Henk Fährmann und mit Samuel Agui, da muss man doch einfach mal sagen, dass das Ding hier eine Rutsche werden kann, also ein Sieg. Es werden noch 45 Minuten, die echt es in sich haben können und ich hoffe natürlich, dass es alles so bleibt, wie es sein muss, mit 3 Punkten. Aber es bringt und Spaß, diesem FC St. Pauli zuzugucken. Ja, ich habe gerade irgendwo gelesen, dass das vor 25 Jahren, glaube ich, das erste Montagsspiel war, auch Bochum-St. Pauli. Also das wird auch Zeit, dass das ein Ende nimmt, aber heute ist tatsächlich ein Montagabend, der eine schöne Wendung nimmt. Ein Doppeljubiläum, ne? Ja. Ein Montagsspiel, Doppeljubiläum, 1 Jahr Markus Kauczynski beim FC St. Pauli. Du bist ja ein Kauczy-Fan. Ja, total. Boy. Ich bin ein echter Fanboy von ihm. Vor allem, wenn ich höre, wiederhole ich auch immer gerne, also Leute wegen ihres Übergewichts zu dissen, da mache ich es mit Rainer Kallmund, Alter, auf die lege ich mich rauf, solange bis sie sich nicht mehr rühren. Das geht mir nicht nur mit Nazis so, sondern auch mit Leuten, die sagen, nee, der ist nicht so rank und schlank wie diesen ganzen jungen Trainer, wie soll er die denn trainieren, wenn er selber keine 100 Meter schafft? Na, da stehe ich ja gar nicht drauf. Ich stehe ja auf Erfahrung und auf Leute, die aber mal ein bisschen mit dem Bauch und mit dem Kopf zusammenarbeiten. Und das scheint er zu machen. Ja, sieht alles gut aus. Wir hoffen, dass das so bleibt. Schauen wir mal, zweite Halbzeit kommt. Ja, jetzt haben wir nämlich das Ende. Jetzt sehen wir noch mal ganz kurz den Elfmeter. Alagui tritt an, der ist gar nicht so gut geschossen. Gar nicht mal so gut. Obwohl, er ist scharf, aber eben nicht platziert. Und dann war er in der richtigen Ecke, ist schnell unten, hält ihn und Fährmann sagt, Alter, nee, das muss ich jetzt machen. Beide Situationen im Übrigen, absolut Fußballgott adäquat. Ja, also das erste Tor ist gefallen nach einem Freistoß, den sich Sidney Sam rausgeschauspielert hat. Baldowert hat er. Und dann im direkten Gegenzug das 1-0. Dann hatte Bochum tatsächlich auch was vom Spiel. Also das 1-1 war völlig in Ordnung. Gute Torchance. Und das Foul vom Torwart, einfach Henk Fährmann, Fußballgott und Henk Fährmann, 2-1. St. Pauli, oh guck mal, St. Pauli mit Pyrotechnik im Block. Ja. Mit Pyrotechnik der Stufe 1. Wunderkerzen. -1, würde ich sagen. -1. Ja, das ist tatsächlich nicht erlaubt.
Ist das auch nicht erlaubt? Ja, ist nicht erlaubt. Und, der DFB verbietet auch Feuerwerk der Stufe 1. Und jetzt auf Duziak, Tor! Gibt es da gerade. Mit dem Anpfiff muss das 3-1, weil mein Tipp steht ja noch. Mit 3-1 soll das jetzt heute zu Ende gehen. Das ist ja unglaublich. Wir haben kurz überlegt, ob wir einfach jetzt das Mikro anlassen und weiter... Was für ein großartiger Doppelpass. Alter. Oh, scheiße. Der kann sich die Ecke aussuchen können. Ecke Duziak, jetzt muss er leider selber schießen. Kann das nicht selber machen. 46. Minute, wir haben gerade mal 30 Sekunden gespielt und St. Pauli zeigt, was es kann. Genau. Großartig. Also wenn ihr mögt, lasst ihr das Mikro einfach an und wir machen, labern hier ein bisschen rum. Ja, finde ich gut. Oh, Henk Fehrmann, ich hab den ja so lieb, ne? Das ist ganz großartig. Und der weiß auch, wann er fallen muss, ne? Aber das weiß er genauso. Normalerweise ist das Minimum gelb, was jetzt passiert. Guck dir das mal an. Da kriegt er doch den Ellbogen direkt ins Gesicht. Ja, er kriegt seinen Ellbogen ins Gesicht. Ja, eben. Also seinen eigenen. Achso. Aua! Also wir sind hier im O-Feuer, hatte ich das schon erwähnt, und essen, was hast du gegessen eigentlich? Platte. Einmal Schlachtplatte, einmal Schlachtplatte. Irgendwo Nummer zwei. Ganz viel mit ganz viel. Willst du eigentlich mitmachen, Stefan? Stefan macht nicht mit. Ich habe jetzt voll fokussiert auf das Fußballspiel. So soll das auch sein. Warst du eigentlich schon mal in Bochum? Nein, tatsächlich nicht. Obwohl das mein Name ja verpflichtet mit Herbert Grönemeyer zusammen, Willi und die Currywurst. Aber noch nicht geschafft. Ich habe gerade die Statistik vorher wahrgenommen mit der Tatsache, dass Bochum die zweitbeste Heimmannschaft ist nach Union Berlin. Und deswegen habe ich eigentlich selber mich dabei ertappt, meinen 3-1-Tipp für St. Pauli in Frage zu stellen, ob das überhaupt machbar ist. Aber jetzt gerade... Nach der Halbzeit sieht alles wirklich so aus, als wenn das so sein soll. Hier im Bock. Auch so schön, dass so Botta wieder dabei ist. Ja, das passt schon. Also da kam jetzt auch, das war jetzt auch an der Zeit. Ich lache gerade, weil der Kommentator heißt Toni Tomic. Gin Tonic hätte ich fast gesagt. Gin Tomic. Von seinen Freunden auch Gin Tomic genannt. Übrigens auch gar keiner der schlechteren Kommentatoren, muss man sagen. Der kennt auf jeden Fall alle Spitznamen und macht das eigentlich ganz gut. Nachdem wir ja ein wenig böse Worte in der Anfangsphase gegen den Schiedsrichter hatten, hat sich das ja auch so ein bisschen relativiert. Und da kann man auch mal sagen, dass der Moderator vielleicht auch ein ganz sympathischer Mensch sein kann. Der hat sich gefangen, der Schiedsrichter, muss ich auch sagen. Obwohl er natürlich nicht so gut ist wie du als Schiedsrichter. Also als dein Ehrenamt steht eigentlich in Stein gemeißelt fest. Ausbilder, Schiedsrichterausbilder im nächsten Leben. Was unsere Hörerinnen ja nicht wissen, ist, dass ich war tatsächlich Umpire, allerdings, also Schiedsrichter, Umpire beim Baseball. Ah, okay. Da fliegen die Bälle noch höher als die Flanke von, wer war das? Zander. Die gegen, das wäre ein Feldtor, wie heißt es beim Baseball? Also wenn er 5 Meter das über ist Football. Achso, Football. Baseball ist das mit dem Schläger, was? Ach so, das ist das, ja, genau. Da brauchst du ein gutes Auge, das muss in der Strike Zone sein, nämlich der Ball, weißt du? Sehr gut. Aber anders als beim Fußball übrigens, Bochum im Angriff, deswegen sind wir hier so ein bisschen abgehackt in unserer Erzählung. Ja, es geht immer noch hin und her. Oh, das hätte auch wieder was sein können. Die sind leider tatsächlich immer wieder sehr gefährlich. Nein, immer der blöde Sidney Sam, die alte Raute. Ja. Geht der Andi noch als Raute durch oder ist er verleverkusend? Also wird man dann entladen? Nee, ich glaube einmal Raute, immer Raute. Also das ist ja bei uns ist leider dann dass die Wahrnehmung so, dass er dann, wenn er einmal beim anderen Verein war, ist das schon schwierig, da ein gutes Haar dran zu lassen sozusagen. Hinterseher.
Das ist der 10 Tore geknipst hat schon, oder? Ich glaube, das ist noch ein anderer Name gewesen. Also irgendeiner ist da mit 9 oder 10 Toren am Start. Könnte sogar sein, dass das der war, der das, den Ausgleichstreffer erzielt hat. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir bestellen noch ein Bier und lassen euch mal die... die Atmo. Ja, die nächsten, was weiß ich, paar Minuten selber. Alarm. Nee, Atmo nicht. Wir blenden euch jetzt aus. Wir trinken ein Bier und dann blenden wir uns irgendwann wieder ein. Genau. Hoffentlich mit dem nächsten Sampo. Ja, wir können ja nicht nachgucken und gucken. Also nachdenken und gucken. Nee, das beides geht nicht. Nee. Oh, guck mal. Oh, ein Foul. Also wir beschließen diesen Podcast vorerst mit einem Foul von Huch und schon ausgeführt. Aber wo wir so eine Bank hinten. Okay, in dem Sinne. In dem Sinne, Prost. Prost. Okay, die letzten 12 Minuten. Das ist mir alles zu spannend. Es brennt echt. Überall. Ich kann nicht mehr. Überall brennt die Hütte. St. Pauli, Bochum. Was? Das ist ein sehr gutes Spiel. Immer noch. Alter, Himmel, the man. Den hat er geholt. Da muss eigentlich das Tor fallen. Alter Schwede. Mit dem rechten Schienbein hat er es noch rausgefischt, die alte Wurst. Aber der Tenor bei uns ist eigentlich, dass wir eine gute zweite Halbzeit spielen und verdienen in Führung sind. Ja, Bochum ist immer gefährlich, aber die müssen ja auch. Aber wir haben sie eigentlich weggehalten immer. So. Ah, und Avevo, Alter, so viel Kraft, so viel Kraft. Hatte ich schon gesagt, stell dir mal vor, den habe ich 5 Treppen hochgeschleppt, den Mann, die Kante von Mann. Du bist ja auch selber eine Kante von Mann, deswegen geht das auch mal zusammen. Das stimmt, aber ich war betrunken. Und dann, so rum ist es auch besser, als wenn er... Ich habe keine Schmerzen gespürt. Alter. Inzwischen im Spiel Mats Möller-Deli. Genau, und immer noch am Start Henk Fährmann, der die Bälle holt. Alagui am Ball. Also, das Konterspiel von St. Pauli eigentlich wirklich sehr gut, ne? Fährmann heute, wer hat Bock? Aber der hat Bock. Aber ich glaube, da brennt es noch. Da ist noch Feuer drin. Ich glaube, das wären spannende letzte 12, 13, 14 Minuten. Wir sind in der 80. Minute. Bochum am Ball mit dem neuen 35er. Und schießt drüber. Ja, der hat noch zu viel Kraft. Das geht noch übers Tor, ne? Das gute Stück. Das haben wir eben. Henk Fährmann. Geilstes Zuspiel. Volles auf Risiko. Die Brust und großartig. Hohe Luft umsteigen. Ja, genau. Da lag Schnee drauf auf dem Abschluss. Das hat Spaß gemacht. Wir sind immer noch im Ohrfeuer, ne? Ja. Und feuern uns gegenseitig an. Es ist auch immer noch Feuer im Spiel. Hier hat Schnecke Kaller Backgammon gelernt. Und jetzt steht er immer noch auf dem Platz. Heute durchgespielt. Wann hat er das letzte Mal mit seiner Mutter hier Backgammon gespielt? Das ist, glaube ich, schon länger her, ne? Aber jetzt kommt die Grätsche, pass auf. Er holt sie. Gegen Sydney Sam. Gegen Sydney Sam. Und er macht ihn weg, der, ja, die Summerwurst. Oh, sehr gut. Und nicht einfach rausschlagen, überlegt, weg ist das Ding, raus. Ein Einwurf für uns, so läuft das. Oh, Einwurf, es ist für nichts für seichte Nerven. Das Spiel wurde heute über die Einwürfe gewonnen, oder, würde ich sagen. Und die Tore natürlich. Ja, die Einwürfe haben Tore geschossen. Ja? Es gibt auch Sport 1 hier, dieses wir gucken live, aber die Zuschauer nicht. Das müsst ihr nur noch ausmachen, wer Oliver Pocher von euch ist. Und wie heißt der andere? Ja, das sind ja ein paar mehr, ne? Oh, ich kann nicht mehr. Henk Fährmann! Oh! Daneben! Oh nein, das hat er nicht verdient! Das wäre es doch gewesen. Oh. Alleine auf den Torhüter zu. Er war noch dran, oder? Nee, war nicht dran. Nee. Also es geht hier, es gibt eigentlich in diesem Spiel, gibt es, da gibt es kein Mittelfeld, es ist eigentlich, es geht von Strafraum zu Strafraum gefühlt. Wahnsinn. Das ist, da merkt man auch, was einfach ein Fußballspiel kann, wenn es diese Geister nicht hat, diese Nazi-Geister von Dresden, die im Gästeblock rumhängen, sondern einfach nur Fußball. Sami Alagui alleine auf den Torwart zu, ein bisschen weit draußen. Oh. Aber immer in der Ecke. Mann, er war rausgeholt, der spitze Winkel. Da hätte er sich faulen lassen sollen. Aber macht er nicht. Das ist ein Ehrenmann. Der Mann ist ein Ehrenmann. Berliner Ehrenmann.
Wahnsinn. Aber was für ein. Aber Fehrmann, geiler Pass. Ganz weit offen. Geiles Ding. 82. Minute. Oh, herrlich. Kriegt er rum und ah. Wow. Alles richtig gemacht. Geiles Ding. St. Pauli. Jetzt ist das Stadion da. Ach nee, das ist ja das andere Stadion. Kocek. Kocek an der Pfeife und. Schirmerfaul. Und Wechsel. Ich kann nicht mehr. Und es gibt noch eine gelbe Karte für Henk Fehrmann. Gelbe Karte für Henk Fehrmann. Ich weiß gar nicht wofür. Ist spannend. Jetzt kommt Bernd Nehrig. Oder wie habe ich das so stehen? Fehrmann hat ihn reingemacht. Er hat den Ball weggeschlagen ins Tor. Und dafür gab es Gelb. Ich gehe nochmal pischern, mach du mal weiter. Ich kann nicht, ich muss auch pischern. Wir müssen das aufschieben. Ja, gehen wir zusammen pischern. Ach Quatsch, wir gehen nicht pischern. Doch, ich ja. Ach so. Bernd Nehrig. In der 83. Minute würde man beinahe sagen, Saisondebüt für Bernd Nehrig. Und gleich am Ball. Zack, Kopfball. Und nein, weg da, geh weg. Oh, daneben. Oh, ich kann nicht mehr. Bochum ist echt gefährlich. Und Sydney Sam, dummerweise auch, die alte Traude. Alter. Ja, weg daneben, Kackwurst. Daneben geschossen. Alter Schwede, was für ein Spiel. 2:1 für St. Pauli, immer noch. 84. Spielminute, Himmelmann stößt ab. Ihr habt das alle wahrscheinlich schon gesehen, aber das macht nichts. Und raus auf C hier. Fehrmann auf C hier. Und Foul von C hier. Findest du das auch spannend? Möchtest du noch ein Bier? Nein, danke. Ich hab noch. Oh, ist das schön. 85. Minute. Stefan, wir müssen jetzt die Minuten zählen. 85. Ja, nee, eben nicht. Gegen Ziereis kann man aber nicht sich ablaufen oder was auch immer man da so machen will. Ja. Das sind die kleinen Dinge. Ich habe heute gesagt, St. Pauli gewinnt das Spiel durch die Einwürfe. Und jetzt hat Dusiak schon wieder den Gegenspieler angedaddelt und Einwurf. Geil, schon wieder. Das ist praktisch ein Einwurfsieg sozusagen, den wir hier vielleicht nach Hause fahren. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, wir unken ja nicht in die falsche Richtung, ne? Sondern in die richtige. Also ich würde mir jetzt nur sagen, 85 Minuten, das die letzten 8 Minuten werden noch ganz lang. Ich würde auch gerne noch die eine oder andere Chance sehen von uns, also die eine oder andere Konterchance. Ich auch. Weil ich muss jetzt mit Stefan noch weiter aufnehmen, ich muss jetzt büchern gehen. Ja, dann ich kann ihn nicht durchlassen, ich muss aus und vorbei. Bernd Nehrig hat jetzt. Bernd Nehrig ist übrigens. Oh, jetzt geht's. Fehrmann legt rüber. Ja, da ist das 3:2. Das war der Nehrig. Und Nehrig ist es. Und Nehrig macht die Vorbereitung. Nehrig eingewechselt. Oh, ist das schön, dass der alte Mann noch mal einen Assist kriegt. Wer hat 3:1 getippt? Wer hat 3:1 getippt? Im Jubiläumsspiel von Markus Kautschinski macht Bernd Nehrig das Ding. Alter, gewinnt die Scheiße. Spielt raus auf Fehrmann. Spielt raus auf Fehrmann. Toller Pass. Ganz geiler Pass. Und ich meine, wie großartig und ist der Pass? Er guckt einfach, er guckt ihn aus. Fehrmann. Noch irgendjemand Probleme mit Fehrmann? Nein, auf keinen Fall. Fehrmann ist der beste Holländer, den wir haben. Ich würde sagen, Man of the Match, würde ich sagen. Ist unglaublich. Du bist dran, ich gehe jetzt pinkeln. Jetzt ist Schluss. Nee, Schluss ist erst in der, nicht in der 86., sondern Schluss ist erst, wenn der Schiedsrichter pfeift. Aber jetzt ist tatsächlich mein Ergebnis eingetreten. Unglaublich. Henk Fehrmann macht hier eine brillante, liegt großartig auf für Mats Müller-Dehli. Und ja, der Herr Dutt, der Trainer vom VfL Bochum, macht dicke Backen.
und ist sehr überrascht, ob des starken Gegners, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Weil sie haben es alle Male verdient, dass sie hier wirklich so dastehen, wie sie dastehen. Mit einem, ja, vielleicht doch 3-1 Sieg. Ändern sie das obere Drittel, das obere Viertel, das obere Achtel der Tabelle. Naja, es kann noch viel passieren. Es sind noch 5, 6, 7 Minuten zu spielen. Hellwach bleiben ist das Thema. Aber es ist wirklich so, dass das, was passiert, alles Hand und Fuß hat. Man kann förmlich spüren, wie das Fieber hier wabert und jeder Ballgewinn gefeiert wird. Sobota, ja. Es ist keine hohe Fußballkunst, aber es ist ein ausgesprochen unterhaltsames Spiel. Sehr gut, sehr gut. Erik ist auch wieder da. Pauli hat das Spiel, wir sind wieder da. 88. Minute. Alter Schwede, 88. Minute, ich muss da irgendwie an Dresden denken. Immer 8-8, naja, egal. Ich muss an mein nächstes Spiel denken. Mats Meladeli, also allein Entlastungsang. Oder ich sag mal, die beiden 3-4 Ballgewinne, wo er beteiligt war. Ich habe gedacht, er kommt gar nicht, dadurch, dass er extrem angeschlagen ist, aber es macht ein großartiges Spiel. Und da wird an der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte wird noch reingegrätscht in einen verlorenen Zweikampf. Also es ist so viel Euphorie. Irgendwie funktioniert die Mannschaft, ne? Also die kommen rein und sind alle sofort da, auch Bernd Nehrig. Super. Muss ich ja sagen, ganz, ganz großen Respekt. Ganz großes Bewerbungsschreiben für den nächsten Verein. Ja, okay, das auch, das stimmt. Also ich glaube, er weiß einfach, dass er fokussiert spielen muss, wenn er kommt. Er hat lange nicht gespielt, ich glaube 6, 7 Spiele und jetzt kommt er ran und macht wirklich entscheidende Situationen, gewinnt er und entscheidet wahrscheinlich das Spiel hier sogar. Das ist schon wirklich unglaublich. Das ist so eine Geschichte, die geschrieben wird. Hier heute Abend. Und da fällt Himmelmann auf den Ball, begräbt ihn unter sich. Ich bin so vertieft, dass ich gar nicht mal ein Bier bestellt habe. Krass. Noch jemand irgendwas? Duziak. 4 gegen 5, ja, ich nehme auch noch eins. Oh. Nee, will er nicht. Aber wäre einer gewesen? Nein, ich glaube nicht. Nee, war keiner. Hey, da ist der Flieger, war dann unterwegs, als der Gast zugestiegen ist schon. Flieger, grüß mir die Sonne. Wir waren ja bei Filmtitel. Also es ist tatsächlich. In der zweiten Halbzeit ist es noch anders geworden, irgendwie kompakter. Irgendwie. Ja, es ist aus einem Enrico Morricone-Soundtrack ist tatsächlich eine Art Kill Bill geworden, der das wirklich umgeworfen hat. 4 Minuten Nachspielzeit. Also hier ist noch nichts gelutscht an dem Drops. Es könnte auch noch 4-1 werden. Es kann sogar noch was passieren in beide Richtungen. Aber ich glaube, Bochum ist tatsächlich. Sind wir Dortmund? Nein. Bochum ist tatsächlich jetzt auch mittlerweile so desillusioniert, dass da nicht mehr viel geht. Sie haben wirklich gut gespielt. Ich finde tatsächlich, es ist so abgefahren. Also wenn das ganze Spiel losgelöst ist von allen Zwängen, also von diesen hässlichen Dresdnern, den Geistern, der Nazi-Geister, die uns besuchen, oder auch dem Protest, weißt du, dem Protest, den es gab, und so dieser ganzen Belastung einfach, und dann einfach nur Fußball gespielt wird. Und zwar richtig gute Mannschaften aufeinander prallen und einfach das ausdaddeln wollen. Ich habe irgendwie hier diese Statistiken gelesen. Oh, da wird es nochmal knapp. Oh, der ist gut. Oh ja, oh. Wichtige Grätsche von wer war da am Ball? Da hat einer den weggegrätscht. Sobota grätscht im eigenen 5-Meter-Raum. Boah, unglaublich. Der wäre sonst. Nee, war Kalla. Das war Kalla. Und er macht auch die Bäckerfaust. Die Bäckerfaust. Das war nicht Sobota, das war Kalla mit der Bäckerfaust. Wahnsinn, der ist so großartig. Ja, der Mann. Und der kriegt auch noch von Fehrmann einen High Five. Er weiß auch genau warum. Ja. Das ist so unglaublich. Und Kalla spielt durch, ne? Wie geil finde ich das denn? Das finde ich so geil. So, 2 Minuten sind noch zu spielen. Oh. Und schon wieder Kalla auf der Linie. Auf der Linie.
Kaller. Ui, ui, ui. Die Halde des Fußballgott. Halde. Fußballgott. Durch den, durchs O-Feuer. Das olympische Feuer kann sich nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal so ein Backgammon-Spiel zu Ende gegangen ist. Also es ist unglaublich, dass das jetzt hier so passiert, wie es passiert. So kann man das nicht casten, dieses Drehbuch. Oh, Fährmann. Ich finde ja, wir nehmen hier immer auf, ab jetzt. Ja, man muss sich das mal anhören, wie es tatsächlich am Ende klingt, aber es ist schon ein extremes Erlebnis, was hier gerade passiert. Das ist schon, also nicht, dass die Atmosphäre, das ist, allein das ist ja schon ein Gang in diesen Laden wert, das ist halt wirklich eine großartige Stimmung, ein großartiges Restaurant, ein großartiger... Ich hätte gerne auch noch ein Bier, darf ich? Hattest du nicht mitgekriegt, ne? Nee, ich hatte nur zwei angezeigt. Alles gut. Ja, ich glaube, also wenn das so eine Art Glücksbringer ist, dann würde ich sagen, kann das passieren, dass wir hier öfter durchstarten. Ja, wir das nächste Mal natürlich, das nächste Mal natürlich auch gerne wieder mit unserem Kollegen Markus, der heute leider nicht kann. Ich war mit Markus tatsächlich auf Montags ist Tango. Montags ist Tango bei Markus und ich war mit Markus am Freitag auf einem sehr großartigen Konzert von John Cale in der Elbphilharmonie. John Cale seines Zeichens einer der Masterminds von Velvet Underground. Und 78 Jahre alt, glaube ich, und das war ähnlich vergleichbar. Also hier ist Schnecke Kaller, der John Cale des FC St. Pauli und performt hier großartig. Womit wir wieder bei Popkultur wären. Ne? Popkultur also, gehört dazu. Ja, aber es gibt einfach immer auch eine Erklärung bei Popkultur. Das ist so schön. Also es gibt kulturelle Phänomene, die sich einfach wie so eine stille Regeln durch die Welt arbeiten. Und das nennt man Kultur. Und das, was wir bei St. Pauli dieses Jahr erleben, ist einfach auswärts wunderschön. Oh, ich muss, da fällt mir ein, wir haben uns ja lange nicht gesehen für den letzten Podcast. Ich muss unbedingt noch einen Tipp loswerden. Ich bin sehr begeistert gewesen durch Lazarus, also Popkultur im Sinne von David Bowie auf dem Schauspielhaus, auf der Schauspielhausbühne. Wirklich großartige Revue von Bowie. Und dafür jetzt 3 Punkte. Plus 5 Motorspiel, St. Pauli. Woo, Alter, wie geil. Prost, Engel. Jamas. Prost, ihr Lieben, vielen Dank. Alles alle. Und es gibt einen Verlierer, und das ist wirklich seltsam, dass dieser Verlierer der VfL Bochum ist, der wirklich ein außerordentlich gutes Spiel gemacht hat. Das zeugt eigentlich nur davon, dass wir ein besseres gemacht haben. Ja, St. Pauli ist einfach wirklich gut, wenn es drauf ankommt. Also heute eine kompakte Leistung von Anfang bis zum Ende. Vor allem mit, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber dass nicht unbedingt die erste Elf auf der Bühne steht, sondern wirklich, dass die nachrücken, so extrem gut performt haben. Ein Kaller, ein C hier, ein Lehrich, Flum, Duziak. Da ist kein Anbruch zu spüren. Da ist kein Anbruch zu spielen. Also und das gegen Bochum, die ja wirklich echt Druck gemacht haben, geile Pässe gespielt haben. Wie gesagt, zu Hause die 2 Pässe, Zweitligamannschaft in Sachen Punkten, also direkt nach Union Berlin noch gar nichts verloren haben. Also das ist schon unglaublich, dass man da relativ ungefährdet 3 Punkte einholt mit einem 3-1-Sieg. Das ist schon Wahnsinn. Vielen Dank. Aber Kaller ist auf, ne? Der ist ja total auf. Und auf und glücklich. Ja, also muss er auch sein. Also du wirst also meine Hoffnung war ja, dass es so passiert, dass er tatsächlich diesen freien Startplatz bekommt in der Startelf, weil er halt so universal einsetzbar ist. Entweder Innenverteidiger als 6 oder als linker Außenverteidiger. Und dass das jetzt tatsächlich so auch gekommen ist und mit der positiven Wendung und dann noch, dass er so unglaublich gut performt und das Ding ja noch zusammenhält mit auf der Linie 2-mal klären oder 3-mal. Das muss man einfach so Menschen wie dem Schnecke Kaller, muss man das auch einfach gönnen und bejubeln sozusagen. Das ist schon irre. Ja, es ist einfach der Montagabend der Abgeschriebenen, ne? Ja, wann ist der Montagabend abgeschrieben? Ich glaube, 2021 ist vorbei mit Montags, ne? Genau. Da freuen wir uns nur noch Freitags, Samstags und Sonntags.
mittags. Vor allem Sonnabendabend wahrscheinlich, habe ich gehört. Ne? Also Sonnabendabend kann auch ein neuer Termin sein. Schön, Sonnabendabend auswärts in Bochum wären wir auch dabei gewesen. Das stimmt, großartig. Jetzt werden hier die Scherben zusammengefegt, hätte ich was gesagt. Ja, wir trinken noch ein letztes Bier auf den FC St. Pauli und verweisen auf unseren Weihnachtspodcast, den wir vielleicht noch hinkriegen, genau, zum Thema Popkultur. Popkultur, und dann gibt es ja auch noch das Heimspiel jetzt gegen Fürth, was jetzt so ein bisschen, ja, degradiert will ich nicht sagen, aber es ist ja tatsächlich, Kräuter Fürth ist ja, sind glaube ich Sechster oder Siebter. Wir haben gerade eine doofe Klatsche gekriegt. Eine 0-5 Klatsche zu Hause kassiert oder was auch immer das war. Also es wird, die Aufgabe wird leider fürchte ich deutlich schwerer, weil es ist einfacher, auswärts in Bochum zu bestehen mit der Mentalität, die wir haben, als das Spiel zu machen gegen eine starke Mannschaft aus Fürth. Das ist ja die letzten Saisons schon so, dass die Heimmannschaft eigentlich immer die Arschkarte hat, weil sie der die Aktivität vorgeben muss. Und in so einer engen Liga ist halt der abwarten kann, in der passiven Rolle ist, der im Vorteil ist. Klar. Aber am liegt Ende, uns ja auch. Ja, liegt uns auch. Aber ich meine, du musst jetzt sehen, wir sind jetzt vor der Winterpause und haben schon 28 Punkte. Das ist geil, ne? Das ist 28 Punkte. Und die nimmt uns keiner mehr weg. Das ist einfach so schön zu wissen, dass die auf Weihnachten unter den Baum legen. Ja. Da bleibt nicht viel Platz für andere Sachen, würde ich sagen. Da bleibt nicht viel Platz für andere Sachen. Dann können wir uns endlich mal wieder mit Rollo Fuhrmann treffen und uns über das Weltklima unterhalten. Zum Beispiel solche Sachen machen. Und weißt du noch, im letzten Januar haben wir unseren Langeweile-Podcast gemacht. Ja, stimmt. Ich werde ja nicht müde zu erwähnen, dass ich das nie wieder sage, dass ich mir mehr Action wünsche. Aber solche Action wie heute ist doch geil. Ich meine, du hast 28 Punkte, du hast trotzdem Action. Vor allem das Spiel heute war ja eine Werbung für den Fußball. Vor allem ein so hochkarätiges Zweitligaspiel, was so viel Emotionen hatte, so viel Strafraumszenen und natürlich auch so viele Tore. Ist einfach, das wünscht sich jeder, dass er bei sowas dabei sein darf. Entweder im Stadion, natürlich am besten im Stadion, aber dann natürlich auch vom Bildschirm, weil das ist einfach das, was es ausmacht. Und wenn du dann als Sieger auf den Platz gehst und eigentlich deine Stellung, die du vorher hattest, wo man nicht genau wusste, ob man da wirklich hingehört, dann doch irgendwie wieder beim Mitkonkurrenten unterstreichst. Ja, jetzt ist es kein Zufall mehr, ne? Also jetzt doch, ich will nicht, dass es Zufall ist. Ich will nicht, du willst ja aufsteigen. Du willst Nein, ja. Um Gottes Willen, hast du das gesagt? Nein, da stand auf Toilette stand das, hat irgendeiner hingeschrieben, ich will aufsteigen. Echt? Ja, ja. Einer, muss man mal nachgucken. Wer war das denn? Das war bestimmt ein Grieche. Ja, das war bestimmt einer von Paliakos Athen. Die wollen in die Champions League aufsteigen. Naja, ach so, was ich gesagt habe vorhin, das stimmt. Ich habe 14 Verträge laufen aus. Das heißt eigentlich... Also wenn ich überlege, dass von den Spielern, die alle mitzunehmen, die wir gerade gesehen haben, dass davon der größte Teil gerade so eine Art Bewerbungsschreiben für andere Mannschaften abgegeben hat, ist das ein hartes Brot, was auf uns zukommt. Also die Verhandlungsposition für den Verein wird nicht besser. Ja, das stimmt. Also Buchtmann, Masmüller, Dali, das sind ja die mit den Verträgen. Mhm. Masmüller, Dali hat heute wieder Zeit, er kommt rein, knick, knack. Also unverzichtbar, das ist unverzichtbar. Also ich war so ein bisschen, hab auch gesagt, okay, den raus, da muss er wirklich was haben, wenn er nicht spielt. Weiß man nicht. Er hat gezeigt, dass er nichts hat, als er reinkam, außer dass er weiß, wo das Tor steht. Gut, wie man ein Spiel macht und wie man ein Spiel, den Taktgeber des Spiels sein, machen kann sozusagen. Das ist schon wirklich irre. Ich würde sogar sagen, der Verein hat gute Argumente, weil genau dein Argument von eben, da fallen 5 Leute aus und der Rest füllt die Lücke, ist ja ein Zeichen dafür, also den Leuten zu sagen, ihr seid ein Team. Wenn alle 14 gehen, dann holen wir einfach alle 14 aus der U19, ja, die in der Bundesliga Tabellenführer sind und jetzt gerade in Leipzig Einzel gewonnen haben. Bundesliga Nord allerdings nur, ne? Aber auch jetzt das Kleingedruckte. Nein, hier wieder, ne? Aber ich finde das ja auch, ich finde das auch super. Das ist einfach, das ist so eine geile Generation. Dass man das Gefühl hat, dass da was nachkommt. Und das hat man im Übrigen, das hatten wir, als wir, ich habe mir, muss ich gestehen, Max Kautschinski, unseren Podcast angehört vor einem Jahr, als wir Kautschinski geholt haben. Und da hat irgendeiner von euch, gesagt, dass Kautschinski einer ist, der die Jugend ausbildet. Ja.
Und wenn ich mir auch so C hier angucke und den Carstens, der jetzt als Innenverteidiger auf der Bank sitzt, und die Entwicklung von Duziak sehe, der ja auch kein Greis ist, kein Fußballgreis, irgendwie sehe ich da was. Also der scheint tatsächlich das zu können, was wir so vermutet haben. Also junge Leute hochziehen. Ja, vor allem auf eine ganz angenehme Art und Weise, glaube ich. Also Zieh hier ist ja langsam, leise reingeführt worden. Ja. Wo ich auch das Gefühl hatte, dass letzte Woche mit der Startelf ging das nicht so richtig auf, weil er da ein bisschen überfordert war. Aber jetzt so diese Verantwortung, die mit der Einwechslung noch eine halbe Stunde vor der Brust, eine ganz enge Partie gegen einen ganz starken Gegner, da ist er dann auch so, dass er genau in den entscheidenden Momenten diese Fitness hat, so als neuer Spieler da genau reinzukommen. Und das ist ohne Frage nicht auch ein großer Vorteil, den da der Trainer ihm mit auf den Weg gibt. Und deswegen ist das alles... Also wir müssen mal so langsam Schluss machen, weil Stefan uns fällt schon schwer auf sein Handy und macht Tinder oder was auch immer irgendwie macht. Und zwei Dinge wünsche ich mir noch. Also sag mal das Zweite zuerst. Das Zweite zuerst, wenn ihr uns unterstützen wollt unter Steady HQ, also ich mache das hinten in unseren Podcast rein, könnt ihr uns unterstützen, nur für 2,50 Euro im Monat kriegt auch ein exklusives T-Shirt dazu. Wir haben nämlich keine Sponsoren. Wir machen das alles aus Jux und Tollerei. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, haben wir Bock, unterstützen wir, dann könnt ihr das über Steady machen. Und das Zweite, was war das Zweite? Das Zweite war das Erste. Also das war das zuerst gesagt. Jetzt sollst du das Erste sagen. Jetzt kommt das Erste. Das eigentlich das Zweite war. Das Zweite war, gegen Fürth sind wir auch im Stadion, ne? Also ich habe ja tatsächlich komischerweise, weil ich regelmäßig hingehe wahrscheinlich, so eine Art Dauerkarte. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, die wahrzunehmen und mich ganz unbeteiligt. Ach ja, genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich hatte es nämlich vergessen. Schöne Grüße an meinen Neffen aus Erlangen, der nämlich für Greuther Fürth spielt. Ach, okay. Der nicht nach Hamburg kommen kann, weil er nämlich selber ein Spiel hat. Der ist am DFB-Auswahlkader hier. Wie heißt das noch? Auswahlmannschaft. Aber das ist ja, er ist mit dir körperlich verwandt. Das ist bei uns ist die Sportlichkeit in der Familie ungleich verteilt. Okay. Also mein einer Cousin, der macht so Ironmans in Hawaii und so. Mein Neffe ist Profifußballer bald. Aber du hast ein ganz großes Bruder Herz. Mein Bruder fährt und ich habe ein großes Herz. Wir haben ein großes Herz und ich habe viel Knöf das ich im gut. rechten Arm. Aber das heißt ja tatsächlich... Wenn du mich weiter so Pie sagst, dann zeige ich dir das mal. Wir gehen jetzt mal die Kevin an und wir machen eine Retourkutsche. Wir holen uns den Aufstieg beim Rückspiel in Fürth, wenn deine Nichte, oder wie heißt er dann? Mein Neffe. Dein Neffe ist ja... wir wollen ja nicht die Schwester vom Kollegen. Die Schwester von meinem Bruder, sein Kollege. Genau, und wenn die auch alle im Stadion sind, dann holen wir da die drei Punkte, die dazu führen. Zweiten Aufstieg in Folge nach 8 Jahren, nach 9 Jahren. Genau. Und dann holen wir Max Kruse und Finn Bartels. Wieder zurück. Und dann werden wir alle glücklich und bis an unser Lebensende oder sowas. Ja, das ist der Plan. In dem Sinne... Jetzt kommt der Trailer. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Buff, buff, Prost. Buff, buff, Prost. Jungs, 3 Punkte. Das ganze Stadion. 90 St. Pauli Podcast.
St. Pauli Pop Podcast. St. Pauli Pop.